jetzt Thema Batterie und elektrische Abschaltung. Wir haben uns jetzt das Plätzchen erstmal hier ausgesucht. Jetzt überlegen wir mal, ob das wirklich Sinn macht. Unsere Batterie war jetzt im Kofferraum. Wir haben jetzt das komplette Batteriekabel rausgezogen. Es hat schon echt ordentlich Gewicht. Und hier sind wir einfach vorne. Das heißt, dass wir gar nicht mehr in den Kofferraum gehen müssen mit Elektrik und so weiter. Was finde ich auch nicht schlecht ist, weil unser Sicherheitstank vor allem auch im Kofferraum ist. Das heißt, sollte irgendwas sein, Benzin läuft aus, Funke, ist es natürlich besser, wenn die Batterie hier vorne ist und nicht hier hinten. Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Jetzt, Felix, wie würdest du vorgehen? Also, hast du eine Idee, wie wir das schön machen können? Tja, dafür brauchen wir aber erstmal unsere Parts, damit wir auch uns das mal hin und her schieben können hier auf der Platte. Ne? Ja, soll ich eine Batterie holen und so? Nächstes Thema. Auch sehr wichtig, Thema Batterie. Ja. Man kann natürlich die normale Originalbatterie nehmen, die wiegt dann irgendwie 7 bis 15 Kilo. Wir haben jetzt hier von der Sandler eine Lithium-Ionen-Powerblock-Batterie. Ist eine wirklich wahnsinnige Gewichts- und auch Platzersparnis. Das heißt, wir haben eine Batterie in der Größe von 2 Zigarettenschachteln. Das Ganze wiegt knapp ein Kilo. Du kannst die überall einbauen, wo du möchtest, vorne im Motorraum, neben dem Fahrersitz, du kannst, also es ist wirklich überhaupt kein Stress. Halterung gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, also dass man wirklich wie bei Lightblocks zum Beispiel halt wirklich nochmal eine perfekte Adapterplatte hat, muss man sich selber bauen, aber da wird es bestimmt in Zukunft auch noch Lösungen geben von Sandler, würde ich mir auf jeden Fall holen. Was besonders wichtig ist, DMSB zugelassen, ja, immer darauf achten, ist wirklich eine wahnsinnig feine Sache. In Kombination mit dem Killswitch ist es wirklich eine geile Sache. Ein weiterer Vorteil ist bei der kleinen Batterie, dass wir die einfach vorne in den Motorraum reinbauen können. Dann können wir uns das komplette Stromkabel, was von vorne nach ganz hinten durchs Auto geht, wenn die Batterie im Kofferraum war, einfach eine wahnsinnige Gewichtsersparnis. Wir haben das Kabel rausgezogen, also das wiegt allein bestimmt schon 4 Kilo. Von daher kann man sich den Weg einfach sparen und erspart sich dadurch nochmal mehr Gewicht. Sowohl von der Batterie als auch vom Kabel schon. Von daher wirklich eine feine Sache. So, wir gehen mal ins Auto und schauen mal, was wir uns für eine Halterung bauen, damit wir das fein vorne im Motorraum reinkriegen. Wahnsinnig wichtig im Motorsport, unerlässlich, ist in jedem Auto drinnen, steht in jedem Reglement als allererstes wirklich sicherheitsrelevantes Teil, absolut unerlässlich, geht nicht ohne. Und zwar der Sicherheitsstromunterbrecher. Ihr kennt es, es gibt immer einen roten Hebel außen mit diesem Zeichen hier, mit dem roten Blitz. Das ist einfach, um das komplette Fahrzeug dem Motor zu trennen. Also es ist wirklich ein Schalter zwischen Batterie und Fahrzeug, ja, damit man einfach, wenn Benzin ausläuft, wenn du einen Unfall hattest, einen Einschlag, du hast dich überschlagen und so weiter, kappst du einfach die komplette Stromzufuhr, was dann einfach Funken unterbindet und somit halt auch einfach Explosionsgefahr. Also das ist halt wirklich auch wahnsinnig wichtig für einen selber. Sollte man immer haben, beziehungsweise muss man ja sowieso haben. Wir haben uns für den elektronischen jetzt entschieden, weil der Felix in seinem E46 hat den auch elektronisch. Im Endeffekt muss man, wenn man es manuell hat, also mit dem Seilzug, hast du halt außen einen Seilzugschalter sozusagen und innen am Armaturenbrett. Und da muss es natürlich so gelegt sein, dass es keine Knicke gibt. Und da muss man einfach immer noch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Und hier ist es einfach ein Vorschalter und ein paar Kabel gezogen. Und dann ist die Sache schön fest, schön verbaut und man hat alles schön fein säuberlich. So, also im Endeffekt ist es wirklich nicht viel. Ja? Man hat hier eben dieses Vorschaltgerät. Da geht die Batterie rein und hier geht es raus ins weitere Fahrzeug. Also im Endeffekt total easy. Man hat für innen einen Schalter, man hat für außen einen Taster und das ist das ganze Unterbrechungskit. Eigentlich recht simpel, aber trotzdem eine wirklich feine Sache. So, wir gehen das jetzt mal einbauen. Ich sag mal kurz was dazu. Und zwar, wir haben ja letztes Mal hier den Abschalter und die Batterie schon eingebaut bzw. grob platziert. Dann haben wir uns aber überlegt, okay, das muss schon Hitze- und Spritzwasser geschützt sein. Ja, weil wenn hier irgendwo mit 200 Sachen das Wasser reinspritzt, ist es nicht so geil. Oder wenn mein Kühlwasserschlauch platzt oder so, ja, ist es nicht so geil, wenn hier sind überall offene Kontakte und vor allem hier ist der Fächerkrümmer. Ja, das heißt, wir müssen das auch gegen Hitze und gegen Wasser schützen. Jetzt haben wir uns hier so ein Teil besorgt über eBay. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier passt, ja. Weil dann, wenn das nämlich beides hier reinpasst, dann wäre das nämlich schon eine geile Sache. Wir müssen das auf jeden Fall hier so anpassen, dass das hier reinpasst und dann passt hier die Batterie nämlich auch. Ja, die passt aber nicht stehend rein, die müssen wir reinlegen. Ja, schau mal her, hier sind sogar zwei so Nippel. Schau mal, du musst den Nippel. Das liegt hier perfekt drin. Also das heißt,
Wir haben es genau richtig gekauft. Ne? Ja. Wenn wir das jetzt noch irgendwie dann ein bisschen fixieren, dann ist das perfekt. Also wollen wir das so machen. Und den Johnny halt genau, hier dann irgendwie andersrum. Halt so kurz wie möglich, dass wir noch an die Schraube kommen. Ja, oder halt so, weil das da muss ja hier raus. So gleich machen. Oder so, ja. Dass der durch da rauskommt, oder? Ja, stimmt, ja. So. Und dann haben wir das nämlich hier. Okay. Schmeiß noch runter das Zeug. Oder hier so dran, was meinst du? Ja, das ist ja scheiße dann wieder. Dann sind wir so nah an der Auswurfanlage. Schau mal, hier sind wir genau in der Halterung und da werden wir jetzt genau. Film mal hierher. Ja, ich. Da, wo die Batterie, dieser Batteriehalter ist, hier. Dann werden wir genau dran. So. Ja, das sieht man irgendwie so schlecht. Aber so wäre das doch eine feine Sache. Das liegt hier schon drin. Hier im Auto ist es schon drin. Das kann man abschrauben. Das machen wir gleich mal. So, wir haben jetzt hier mal den Halter weggeschraubt. Da geht dann auch gleich das ganze Gehäuse auf. Schon mal interessant. Nur, wie man sieht, sieht man, dass nichts abgedichtet ist. Ja? Also wasserdicht ist das Teil auf jeden Fall nicht. Deswegen ist unsere Entscheidung goldrichtig gewesen, dass wir das in so ein Case reinpacken. Weil wenn hier wirklich mal irgendwo was reinläuft, dann ja. Läuft's da rein. Läuft's da rein und das ist bei Strom immer scheiße. Deswegen schrauben wir es jetzt wieder zu und packen es in unser wasserdichtes Case. Im Endeffekt müssen wir natürlich hier schauen, hier sind ja unsere Positionen beschrieben. Batterie plus, Batterie minus, hier zum Starter und zur Erde, beziehungsweise halt zum Generator. Also halt, das meint, das ist die Autoseite und das ist die Batterieseite. Also muss er im Endeffekt so rein hier. Ganz schön mit Kavenzmänner, diese Kontakte da oder diese Schuhe. Hier machen wir es einfach so, dann machen wir eine Bohrung hier so und dann können wir ihn so reinfädeln und dann kommt hier direkt der Stecker dann raus. Dann sind wir im Endeffekt von der Position ungefähr so drin. Dann können wir hier direkt zu unserer Batterie gehen. Wir müssen natürlich hier einmal so eine Schlaufe machen, um hierher zu kommen, weil so einen Knick können wir nicht herstellen. Diese Verbindung zum Beispiel. Dann hier zwei Bohrungen raus und hier kommt dann quasi unsere Masse, geht hier ans Auto ran und hier geht dann unser Plus an unseren Plusadapter, den wir dann wahrscheinlich hierher bauen. Und der hier ist ja nicht, das ist nur ein Plastikteil, der wird uns schon nicht kaputt gehen. Hauptsache wir haben halt keine offenen Kontakte. Das Einzige, was wir jetzt hier halt beachten müssen, das Schöne ist, die negative Seite, also hier die positive und die negative Seite sind voneinander ziemlich gut räumlich getrennt. Nur die Seiten zueinander sind nicht wirklich schön getrennt. Da werden wir hier oben an den Spitzen von den Kabelschuhen werden wir was wegschleifen, damit die noch weiter voneinander getrennt sind. Und dann werden wir noch ein Gummi dazwischen setzen, damit die tatsächlich auch bei einer Deformation oder bei einem schweren Unfall, was halt natürlich in dem Bereich hier, naja, kann passieren, aber in den seltensten Fällen, dass diese Kontakte sich nicht miteinander verbinden, weil dieses Relais, was da drin ist, trennt tatsächlich nicht so, sondern jeden zueinander. Also diese Seite ist unabhängig von der Seite und die beiden Verbindungen werden halt dann immer getrennt. Genauso funktioniert's. Und deswegen sollten die natürlich auch räumlich voneinander getrennt sein. Na, quasi im Endeffekt schneiden wir den halt ab und nieten den hier fest. Und dann können wir den hier gleich auch hernehmen. Ha, man sieht, so. Und damit machen wir dann El Jonovic. Ist hier schwierig zu zeigen, wenn es alles nicht passt, aber so und so, ne? Müssen wir nur einmal hier noch so einen Haken hinmachen und hier eine Schlaufe, aber ich glaube, da haben wir genug dann da. Und vorher müssen wir aber noch schauen, dass wir den hier, den Lümmel, da rausbekommen, damit der hier schon mal auf seiner Endposition stehen kann. Mhm. Das heißt, wir müssen den Stecker auseinandernehmen. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Ja. Alles explodiert, Abbruch. Geil, so Ari genau hier. Hammer. Nice one. So, um das hier wegzubekommen, müssen wir auf jeden Fall. Wir haben ja noch so viel Carbon,
Dann machen wir uns hier vorne, ne? Ein kleines Kabönchen hin und dann bewegt sie es nicht mehr. So, Leute, wir haben jetzt unseren Abschalter und unsere Batterie hier in die Box reingebaut. War eigentlich relativ easy. Wir haben das jetzt hier mit Gurten gemacht. Einfach, dass wenn mal was raus muss, dass wir einfach schnell rankommen und das einfach schnell hier wechseln können und so weiter. Hier haben wir einfach einen Steg reingemacht, haben das dann mit einer kleinen Carbonscheibe hier wieder abgedichtet. Die Gurte haben wir einfach reingenietet und dann haben wir hier, damit das halt hier nur in Position bleibt, unseren Carbon nochmal ausgeschnitten und hingeklebt mit Karosseriekleber. Es geht immer schöner, es geht immer mehr, es geht immer besser. Ich finde die Lösung super geil, weil es ging schnell und es passt optimal. Ja. Wir haben jetzt hier ein wasserdichtes Case. Da ist noch so eine Gummidichtung mit dabei. Das heißt, wir lackieren das Ding oder folieren das noch. Kommt ein geiler Aufkleber drauf. Hammer geil. Ja. Hier noch zum, um die Batterie zu laden, machen wir auch noch einen Eingang hin. Das heißt, man muss das sowieso meistens oder wahrscheinlich nie rausbauen. Also von daher super geil, super schnell. Wir gehen jetzt mal ans Auto und suchen uns einen Befestigungspunkt. Beziehungsweise haben wir ja schon. Das müssen wir ein bisschen wegbiegen, damit es passt, damit es hier auch wirklich gescheit reinpasst. So. So ist gerade. Und einfach mit einer Schraube hier, einer Schraube da. Und dann ist das alles super geil. Und dann ist es vor allem auch wasser- und hitzegeschützt. Wenn das hier jetzt noch gescheit lackiert ist und gescheit ausschaut, dann wird das echt richtig geil. Hier kommt man auch noch gut hin, weil man muss ja immer ans Steuergerät gut rankommen. Ja, hier ist auch genug Platz. Das ist wirklich die perfekte Lösung. Der Kastenkost, ich glaube, hat jetzt 20 Euro gekostet oder so, oder 18 Euro. Also, pff, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben da jetzt zwar schon eine Stunde dran rumgebastelt, aber ja, es ist dicht, du kommst hin, du kannst es schnell auswechseln. Es ist Spritzwasser, es ist wassergeschützt und hitzegeschützt, also von daher tipptopp. Wenn ihr solche Elektroarbeiten an eurem Auto machen wollt, holt euch auf jeden Fall oder beziehungsweise leiht euch von eurem Elektriker des Vertrauens ein bisschen so geiles Werkzeug aus, weil es macht euch das Leben auf jeden Fall tausendmal einfacher. Batterie plus hier und Batterie plus da. Und dann sieht das Ganze quasi so aus. Mhm. Das machen wir jetzt nur, um sicher zu gehen, dass wir nicht die falsche Länge abgeschnitten haben oder dass irgendwas anderes nicht passt. Aber wir sind gut. Also krimpen wir den jetzt auch drauf, Schrumpfschlauch drauf, reinschrauben und dann die nächsten Kabel. Okay, einmal weiter oben. Aber jetzt noch mal eine Frage von mir. Warum muss das so ein Apparillo hier sein? Weil ein sehr hoher Kurzschlussstrom fließt beim Starten. Und damit das Kabel nicht abfackelt, wenn du dein Auto bzw. deinen Motor starten möchtest, macht es schon Sinn, dass es ein dickes Kabel ist. Natürlich kann man auch auf kurze Kabellängen dünnere Kabel nehmen, aber wir gehen natürlich auf Nummer sicher. Lithium-Ionen-Batterie und alles drum und dran, dass wir da auf der Nummer, auf der sicheren Nummer sind. Auf der sicheren Nummer des Lebens umeinander hatschen. Es macht halt einfach Sinn, Originalkabelgrößen herzunehmen. Es macht nämlich auch noch Sinn, wir nehmen das Originalkabel her, weil wir haben es ja. Also und warum? Vor allem, was wir da jetzt, also weil wir die Batterie ja nicht mehr im Kofferraum haben, sparen wir uns das an Gewicht. Ja, klar. Also ich meine, das sind bestimmt 3 Kilo? Ja. Werden das schon sein, oder? 2 bis maximal 3. 3 Kilo würde ich sagen. Okay. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben uns was gespart. Die Batterie war sauschwer, die drin ist. Ja. Also wir kommen da auf jeden Fall auf einen recht guten Gewichtswert am Ende. Und es sieht auch noch geil aus. Und ja. Ja, safety first, vor allem wenn es um Strom und so ein Zeug geht, dann immer Nummer auf Nummer sicher gehen. Also wenn man Elektriker ist, kann man natürlich dann auch noch den Kurzschlussstrom ausrechnen, beziehungsweise die Kabeldicke ausrechnen auf die kurze Distanz, aber lieber zu groß als zu klein. That's what she said. Or he said. Aber ich glaube, mit der Nummer fahren wir ganz gut, weil bevor wir uns da irgendwie ein Ei legen und dann steht der Flo mit einem brennenden Auto auf der Strecke. Boah, Albtraum. Bisschen zu viel gebogen.
am Ende, wenn wir jetzt alle Kabel eingebaut haben, haben wir jetzt noch nicht, wir müssen sie noch herstellen, machen wir dann auf jede Schraube ein bisschen Loctite hin, einfach nur aus Sicherheitsgründen, damit wir keine Kabel verlieren. Weil wenn sich Plus und Minus miteinander verbinden, dann ist der Autobrand nicht weit. Das auf jeden Fall. Deswegen lassen wir es gar nicht erst dazu kommen, dass wir solche Geschichten nicht erleben müssen. Okay, dann machen wir jetzt von Minus Batterieabschalter zu Minus Batterie. Die wird jetzt recht lustig, weil wir hier einmal rumgehen müssen, einen starken Knick und dann wieder hier auf die Batterie gehen, weil das Stück sonst zu kurz wäre. Wir können es ausprobieren, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Wir können ja hier den Schuh ein bisschen kürzen, ja. dass der halt der eine nur bis hierhin geht und der andere nur bis hierhin, dass halt wirklich das Kabel halt dann auch nur so. Ja, das wäre schon auch geil, ja. Aber er muss halt hier gerade sein, weil sonst haben wir das Problem hier, dass wir einen Kontakt haben, den wir gar nicht haben wollen. Das probieren wir jetzt aus. Ich schneide wieder einen von den Kabelschuhen zurecht und dann geht's weiter. Kupfer ist zum Glück ziemlich leicht zu bearbeiten. Was hier an unserem Massekabel ziemlich geil ist, er ist wahnsinnig flexibel. Also wir können da wirklich so einen Knick reinmachen ohne Probleme. Also falls es mit diesem kurzen Stück nicht funktionieren sollte, dann haben wir immer noch eine Option, dass wir ihn einfach eng reinlegen und dann ist auch gut. Bevor ich es jetzt da hier miteinander verbinde, wollen wir erstmal gucken, ob das so funktioniert, ja, oder? Er muss auf jeden Fall so. Es geht nicht anders. Das kommen wir nicht hin. Das Kabel ist ja eh so ultra flexibel, das geht locker hier einen schönen Bogen hin, weil wir müssen auch mit bedenken, wenn wir die Batterie ausbauen wollen, wollen wir ja nicht unbedingt die zwei Kabel komplett ausbauen, sondern wir wollen nur hier Massekabel lösen, weil das muss sowieso als erstes weg. Dann können wir es nämlich rauslegen aus dem Behälter und irgendwo fixieren. Dann haben wir hier keine Probleme und keine Angst mehr mit dem Pluspol. Weil wenn wir jetzt hier so ein enges Gewirrwarr haben, dann müssen wir hier aufmachen und hier aufmachen. Also müssen wir das komplette Kabel rausnehmen. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Und dann hängt hier auch das Kabel. Ja, dann sind wir mal rein, Fisch, ob sich das da reinlegt. Lockerino, oder? Ja. So wäre es dann. Dann machen wir erst die eine Seite wieder, schrauben wir es rein und dann schauen wir, wie viel Kabel wir halt brauchen. Natürlich schauen, dass wir ein bisschen vom Plus wegkommen. Machen wir es so, oder? Was dazu sagen? Hier ist gerade. Also wichtig ist es, dass hier nichts. Genau, die dürfen sich niemals berühren, wenn irgendwas sein sollte. So, die Sache ist jetzt hier. Wir haben Kabel, die sich miteinander berühren. Hier unten zum Beispiel sieht man natürlich jetzt schlecht. Hier berührt das Minuskabel, das Pluskabel. Ist auf Dauer natürlich durch Vibration, durch Scheuern, kann dieses Kabel hier sich da reinarbeiten oder andersrum. Und irgendwann könnte da ein Kurzschluss entstehen, deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Eventuell, da reicht es wahrscheinlich auch schon, dass wir es nur miteinander verbinden, die Kabel durch einen Kabelbinder. Dann scheuert es nicht mehr so viel, weil es nicht locker liegt. Hier oben müssen wir natürlich schauen, dass wir auch gerade drauf kommen. Das kommen wir jetzt momentan nicht. Und man sieht hier, dass wir ziemlich nah an dem Pluskabel dran sind. Das ist natürlich auch scheiße und deswegen werden wir hier oben einfach umbiegen in die Richtung, dass wir einfach schon so kommen und dann sind wir auf jeden Fall frei und kommen auf den Minuskontakt drauf und dann sind wir allen Unfällen, die passieren können, auf jeden Fall gut gewappnet. Ja, wird Sinn machen, dass man nochmal was zwischen die Kabel dazwischen packt, eine Gummimatte oder irgendwas? Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir können auch, was ich mir auch gerade überlegt habe, hier um das Kabel, weil hier die Isolierung auch dünner ist, einfach einen Schrumpfschlauch drum machen. Mhm. Und dann einmal einen Kabelbinder rum, dann wird da die nächsten 10 Jahre nichts passieren. Also du weißt nicht, wie ich fahre. Okay, die nächsten 2 Jahre nichts passieren. Wir müssen jetzt bohren. Oder wir können auch hier rausgehen, das ist auch geil. Ja, wir können die Kabelschuhe so abwinkeln, dass er so rausschaut. So, Floris, Freunde, weißt du, was wir jetzt noch machen? Bevor wir da jetzt uns verzweifeln und den Schrumpfschlauch noch kaputt machen und das alles nicht so geil wird, nehmen wir einfach ihn hier, den kleinen Luichi, und
Birn einmal weg. Ha? Und dann gehen wir da her. Also ich meine, wie kann man ein Loch so perfekt bohren, ohne messen, dass es optimal passt. Mit Dichtung und allem. Tja, voll Elektromeister hier am Start, ey. Sieht schon wild aus, jetzt mal ganz ehrlich. Unser Sprengsatz ist fertig. Wir haben jetzt im Endeffekt hier den Abschalter mit einem Bannertgurt, so wie wir ihn nennen, einfach hingenietet, die Batterie auch hingenietet, dann einfach nochmal in place gehalten mit ein paar Carbonteilen, die haben wir mit einem Karosseriekleber reingeklebt und dann einfach hier die dicken Lurche miteinander verbunden. Ja, also schön, dass hier alles nicht wirklich irgendwo Kontakt ist. Ja. Wir haben hier nochmal einen doppelten Schrumpfschlauch draufgepackt, damit selbst wenn es hier ein bisschen arbeitet, dass es wirklich lang dauert, bis hier zum Beispiel Kabel auf Kabel trifft. Ja. Dann sind wir hier rausgegangen und hier haben wir wirklich genau perfekt die Bohrung getroffen. Genau, jetzt haben wir noch einen Schrumpfschlauch draufgepackt, damit es hier auch schön dicht ist. Und hier kommt das Kabel zum, das ist dann von dem Abschalter, wird ins Cockpit reingelegt, wo dann die verschiedenen Taster sind, zum Beispiel an der Motorhaube und innen in der Mittelkonsole. Genau, also wir haben jetzt gebraucht, warte mal, wir haben ungefähr um 12 angefangen, jetzt ist es 3:45, das heißt, ja, gute 4 Stunden haben wir schon gebraucht. Es war schon ziemlich viel gefummelt, vor allem hier mit den Kabel anpassen und so weiter. Und genau, wir haben jetzt die Box schwarz, mattschwarz lackiert. Da kommt noch ein Klarlack drüber. Hier liegt der Deckel, da haben wir schon einen Seitenmatt Klarlack draufgeballert. Da kommt noch ein geiler Aufkleber drauf. Fertig. So, wenn wir uns jetzt das hier mal anschauen, jetzt kommt nämlich das nächste, ist natürlich noch nicht fertig. Jetzt kommt das nämlich hier rein. So, das ist jetzt der Platz, an dem es sein wird. Hier Massekabel ist hier am Start. Ist schon alles ein bisschen tight, aber das ist halt, passt halt wirklich alles wie die Faust aufs Auge. Und wir werden jetzt hier das Blech abtrennen, werden hier einfach ein Stück rausnehmen, damit wir hier unseren Plusverteiler hier hinsetzen können. Ja? Dann kommt hier Plus rein und dann war es das eigentlich mit unserem Kasten. Weiter geht's. Aber was ich heute wirklich sagen muss, ich habe heute meine präzise Phase, also so genau abgeschnitten. Eieieiei. Zum Glück machen wir es heute. Ja. Kannst du, bist auch so ein großer Zeichenkünstler, magst du das mal hier so mit dem Edding anzeichnen? So, 5 Stunden später, wir sind fertig soweit. Wir haben jetzt hier unsere Batterie drin, wir haben unseren Abschalter drin, hier sind wir an der Karosserie, hier sind wir am Plusverteiler. Jetzt müssen wir hier noch quasi, dass wir den Taster hier an der Motorhaube noch befestigen. Das kommt dann aber erst, wenn die Motorhaube drin ist. Und wir müssen dann natürlich noch ins Innere gehen, dass wir den quasi auch einen Abschalter in der Mittelkonsole haben. Genau, das ist jetzt eigentlich so das nächste, aber mit dem sind wir jetzt eigentlich so grundsätzlich fertig. Und ich finde, das sieht schon echt ziemlich geil aus. Ja, also es sieht fast aus wie original. Da noch ein schöner Aufkleber drauf, dann wird das wunderbar. Hier ist jetzt mit Seidenmatt drüber lackiert. Alles tipptopp, also es gefällt mir sehr gut. Es hat zwar sehr lange gedauert, also die erste Variante, wo wir wirklich hier den Abschalter hatten und die Batterie daneben, da waren wir nach einer Stunde fertig, weil wir bloß hier diese Einschraubnieten eingedrückt haben. Das ist eine super geile Lösung. Den Verteilerkasten hier einfach auf eBay Verteilerkasten eingeben oder Box, Verteilerbox, irgendwie so, PVC-Box. Da findet man 1000 Sachen. Leider habe ich keine aus Carbon gefunden in der Größe, aber gibt es mit Sicherheit auch irgendwo zu finden, kostet halt dann wieder mehr. Aber wir haben jetzt echt hier eine schöne Lösung. Wir machen weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, genauso. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar. Abonniert uns, lasst uns einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video. Mal den hier weg. Okay.